Hallo. 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 Hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Yay, unsere frisch geborene Industriestadt. Also das hier ist bisher unsere Industrie, die ist sehr schön. Das ist die tolle Schaufel da unten. Die müssen wir heute erweitern. Die braucht allerdings auch noch Arbeitsplätze und die braucht vor allem auch einen Shuttlebus für Leute. Das war das Erste, was ich so reflektiert hatte. Das heißt, wir machen eine Linie, die hier mal hier mit Umsteigemöglichkeit, das passt ja ganz gut, fährt diese Linie einmal hier durch unseren, können wir also direkt hier halten, dann halten wir einmal am Ende und dann brauchen wir später noch Wege. An der Schaufel steht ein Haus, an der Schaufel. Ja, machen wir da nochmal und dann fährt die im Prinzip zurück, das ist unsere kleine Shuttle-Linie. Die am Friedhof quasi wieder endet. Ich habe jetzt vermutet, der turnt hier. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass er darüber fährt, weil das ist ein bisschen weit. Lass mal kurz gucken. Yes, der turned. Turn it, turn it, turn it, turn it, turn it around. But all that I can see. Mal gucken, ob die Linie das vielleicht rafft. Ach nee, hat es nicht gerafft. Okay, müssen wir mal kurz neu ziehen. Sorry. Gute Vorbereitung, würde ich sagen. Einfach Premium dieses Let's Play. Brand, yes. Oh, dieses Let's Play ist einfach, ist totally great, so, love it. So great. Oh, love it. Oh ja, so, so toll, so wunderbar. Es ist einfach super. So, halten wir hier, dann die halten die Maulwurf Company. So, da. Jetzt habe ich ein bisschen weniger aufgehalten, weil reicht ja auch, ne? Können ein bisschen laufen, das sind ja hier, ja, gute Leute. Ha, und so wollte ich das haben. Haha, so. Budgetkontrolle machen wir mal aus, immer mal wähle Typen. Dafür eignet sich, was eignet sich dafür denn ein? Mal nicht die Fancy Bus, sondern mit Icarus als Shuttle. 1, 2, 3. Warum? Da muss doch einfach nur. Warum? Ach, weil er von hier nicht gerade auskommt. Ja. Okay, das ist natürlich ein Grund. Ich habe gedacht, wir hätten ja eine direkte Verbindung. Die haben wir nicht. Dann könnten wir die ja zweckentfremden. Müssen wir. Oder wir zweckentfremden was und knüpfen es da dran. Das habe ich natürlich echt vergessen jetzt. Oder wir machen einen Bustunnel. Was machen wir am besten? Wir machen einen Bustunnel. Wir machen einen Bustunnel. Einen einspurigen Bustunnel. Der dann von hier. Ich hoffe, der rafft das dann gleich. Ich muss es nicht nochmal neu ziehen. So, dann gehen wir einmal unterirdisch. Am besten halt so, dass es nicht so arg schlimm ist mit dem, ne? Ja, so, so, so interessiert das, glaube ich, das Spiel nicht sonderlich. Das finde ich gut. Also, so. Und dann kommen wir da drüben halt einfach wieder raus, gell? Ja. Am besten halt ein bisschen vorher, aber so passt das auch irgendwie. Ja, das ist ja nicht so viel. Und dann legst du einfach für die Straße nur Bus fest? Wollen wir das oder ja. Sollen die da auch? Okay. Nein. Das ist ja wirklich keiner sonst. Und eigentlich ja, wollen sie da Bahn transportieren. Und so noch. Ach so. Nö, aber wie kommt der denn nicht hin? Wie kommt der denn hin? Genauso nicht, gell? Ja, hin genauso nicht. Ja, die andere Richtung ist ja genauso kritisch. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, das ich machen gedacht, wir einfach für wir Versorgungsfahrzeuge und für. Ich dachte, wir hätten genau das. Wir hätten da schon so eine fancy Verbindung, aber dem ist nicht so. Sondern haben wir das Ganze symmetrisch. Weil eigentlich ist das halt voll die optimale, ist voll optimal und so. So, dann kann man das irgendwie. Da ist der Friedhof. Ja, den können wir nachher ein bisschen verschieben. Ich meine, ich kann es halt nicht ändern, dann muss er den da irgendwo da dran. Den können wir jetzt auch verschieben. Kurz, bevor du weitermachst. Ach so, passt das doch. Nein. Der Winkel ist nicht. Ja, für den einen Bus, der pro Jahr langfällt, ist es egal. Und für die Versorgungsfahrzeuge. Ja. Dann machen wir ganz kurz, wie heißt das, Straßenbeschränkung oder wie heißt das Zeug? Fahrzeugbeschränkung, so. Hier dürfen keine Individualautos, Bus darf oder Rest dafür LKW. Alles. LKW ist vielleicht auch nicht unbedingt. So, und hier auch keine, achso, bei der Einfahrt vielleicht besser, ne? Damit die hier gleich angepisst sind, so. Wollte da gerade einer hinfahren? Ne, wollte er nicht. Hä, warum wetten die eigentlich hier? Wir können auch da. Ist egal, okay. Gut. Heißt, die ersten Busse müssten jetzt angefahren kommen. Ich hoffe, die fahren auf die kurze Route. Das müssen wir überprüfen. Nein. Wir haben für heute auch tun sie nicht. Ein paar kurze. Ich wette mit dir. Echt? Dann bin ja, ich mal natürlich, gespannt. Weil er die Linie automatisch so gezogen hat. Okay, der Bus da muss irgendwann mal ein bisschen mehr Kapazität kriegen, aber jetzt gucken wir mal, wie er fährt.
Ansonsten kann ich mal ganz kurz erzählen. Zum einen haben wir Muffins im Ofen. Die müssen ab und an mal geprüft werden. Zum anderen haben wir auch ein paar kreative Ideen, was wir hier Schönes machen können. Und die werden wir natürlich im Laufe der Zeit umsetzen. So, was machen wir hier denn jetzt Schönes? Der fährt es wahrscheinlich zuerst mal die normale, okay, den Teil der Strecke ab. Das ist natürlich jetzt medium spannend. Das ist tatsächlich sehr medium spannend. Ja, okay, schade. Versammeln sich da schon erste Leute? Ja, ein paar, okay. Ich hoffe, das läuft dann irgendwie halbwegs. So, der fährt es da einmal durch. Die bekommen langsam ihr Dings. Genau, und die haben hier zu wenig Dingsies hier, ne? Das haben wir ja gesehen. Die haben hier zu wenig Käufe für Produkte. Das heißt, wir müssen Produkte exportieren. Wir haben uns hier einen Frachtflughafen überlegt. Und dafür muss das ja natürlich weg. Also mehr oder weniger weg, so aus dem Augen, aus dem Sinn. Und deswegen machen wir jetzt hier so symmetrisch am besten. Natürlich umgekehrt. Ne, das hat schon gepasst. Ja. Profi. So, dann machen wir einfach ein bisschen unterirdisch hier unsere Straße, unsere Autobahn. Die kommen halt später irgendwann mal wieder hoch. Ich weiß jetzt noch nicht genau wann. So, ist vielleicht nicht ganz so schön, aber gucken wir mal. Mich interessiert es vor allem mal der Bus. Nee, er lässt sich nicht leicht ablenken. Das tut nur so. So, hier Buslinie 17. Guck mal, die ist immer noch so wie vorher. Echt? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. So, das war der erste. Jos, die Linie ist immer noch hellblau. Ja, ja, der ist noch nicht drüber gefahren. Das ist, sobald er noch nicht drüber gefahren ist, ist das no different sorts. Ist ja natürlich nicht so die Party, aber wir halten einfach schon mal hier. Wie er trotzdem anhält, gell? Ja. Witzig. Ist halt ein guter Fahrer. Ist ein guter. So, dann haben wir im Prinzip so einen kleinen Shuttle hier. Zu den 30 Fahrgästen müssen wir später mal gucken, weil das ist noch nicht ganz so the thing to do. 20? Wow. Ja. Wo kommen die alle her? Da passen nur 30 Leute in den ja, Bus. Ja, meine ich ja. Das ist etwas unrealistisch, würde ich sagen. Aber hey. So. Ach cool, Stufe 4. Way. Wir haben jetzt ein Stufe 4 Industriegebiet. So, ja, das können wir wieder hier Standard machen. Standard Geschwindigkeit, damit uns ja auch die Anfrage nicht flöten geht. Also er ist schon mal nicht schlecht platziert, prinzipiell. Okay, cool. Easy. Jetzt sollten wir natürlich die Spuren hier auch so belegen, dass die entsprechend dem, was ich hier vorhabe, sind. Also du musst eigentlich nach da. Und nur falls halt für den Bus nach da. Und du am besten nur nach da, ne? Damit ihr euch schön verteilt hier. Mit jeder auf seiner Spur fährt. Okay. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt ist hier der Bus. Der wendet hier cool. Und dann müsste er wieder zurückfahren, oder? Nee, kann er nicht. Okay, das heißt, zurück fährt er noch über den Umweg. Ja. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich noch keine... Ah, genau. Wir haben einfach noch keine Option für hier nach da. So, und damit hat sich das auch gelöst. Und jetzt müsste sich das eigentlich einpendeln. Machen wir dann den Flughafen... Ach so, wir genau. Gucken jetzt noch den zweiten Bus an. Der müsste es ja eigentlich jetzt kapiert haben, dass hier eine kürzere Strecke available ist. Wunderbärchen. Ja. Okay. So läuft das also. Drei Busse sind ein bisschen wenig, vor allem in der Kapazität... Einen können wir 100 ab. Ich glaube, ich würde sagen, wir machen das einfach gleich mal. Wir haben einen Icarus 260. Da passen 100. 95. Ja, genau. Und da kostet aber trotzdem nicht mehr, weil das macht ja keinen Sinn, dass der mehr kostet. So, übernehmen. Und schon haben wir irgendwie... Das ist auch nicht Cheating, das ist einfach nur irgendwie sinnvolle Buskapazitätsverteilung irgendwie. Aber an welcher Haltestelle sind denn überhaupt diese vielen Leute? Hier. Ja, wegen sag dem Fußweg. Sag nicht, die benutzen das jetzt. Oh. Okay, das heißt, wir müssen gleich, wenn wir damit fertig sind, hiermit, mit dem Flughafen, müssen wir gleich meine, die Schiffslinie machen. Oh ja. Sonst haben wir nämlich echt ein Problem. So. Wir machen jetzt da einfach mal eine Querstraße hin. Genau, eine, wahrscheinlich eine Einbahnstraße im Normalfall. Wir mogeln. Querstraße ungefähr auf der Höhe, würde ich sagen. Weil der muss sich ja in die eine Richtung dann ausbreiten. Boah, dann gerade. Können wir das nachher an Kreisverkehr anschließen. Dann müssen wir das nicht mit der Schaufel machen. Können wir auch machen. Erstmal natürlich den mal angucken. So, genau. Sieht doch gut aus. So, dann können wir den da relativ nah da dran platzieren. Da können wir natürlich auch eine Maut dran machen, auch wenn die Maut irgendwie nichts einbringt. So.
Genau, jetzt steht der hier. Das ist ganz cool. Was ist denn jetzt das Problem? Ach, das T ist von der... Okay. Wir können erstmal abschalten, weil er 4000 kostet. Das ist mir etwas viel. Wir können auch mal den Flughafen... Mehr Flugzeuge. Ja, ich möchte eigentlich nicht so viele Flugzeuge haben. Macht die, die ihr habt, lieber voller und dann wird es nicht ganz so teuer. So. Jetzt braucht das Ganze natürlich eine ordentliche Straßenanbindung. Da ist, wie du schon erwähnt hast, der Kreisverkehr prinzipiell prädestiniert dafür. Aber dann können sie es gleich rausmachen und müssen nicht noch durch die Schaufel fahren. Das ist korrekt. Aber können aber auch gleich in die Schaufel reinfahren. So eine Einbahnstraße mit 6 Spuren, damit die sich ein bisschen... Oder mit... Nee, das muss in beide Richtungen 2 gehen. Ach stimmt, wir brauchen ja beide Richtungen. Das heißt, wir machen... Am besten hier noch so eine normale, so eine große für beide Richtungen. So. Und... Wir können nicht eine Autobahn nehmen, gell? Nein. Eine normale Straße? Ja. Okay. So. So, und jetzt wird es halt wichtig, dass man ab hier vorne das jetzt aufsplittet in die Reinfahrenden und in die Rauskommenden. Vergiss aber nicht, da kommt nachher noch das Öli auf der anderen Seite. Ja, genau. Deswegen mache ich das ja so. So, fertig. Angeschlossen und in Betriebnahme. Man könnte natürlich jetzt irgendwie versuchen... Das könnte man versuchen. Da auch eine Mautstelle hinzuklatschen. Da ist noch kein Wasser. Stimmt. Ich würde es einfach mal nur so, einfach damit, was man probiert hat. Da auch mal so eine Mautstation. Wenn es hier wirklich nichts bringt, dann ist halt blöd. Machen wir für beide Richtungen mal so eine große hier. Und dann gucken wir einfach mal. Also. Ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Sehe ich. Okay. Das ist aber echt fancy. Also mir gefällt das irgendwie. Also optisch auch. Ist eine schicke Sache. So, dann kommt jetzt hier die Straße noch dran. Ach, das ist eine... Oh, bin ich blöd. Ich bin strunzeblöd. Ich habe da die Einbahnstraße genommen. So. Ihr braucht alle noch Wasser. Wasser ist wichtig, deswegen ihr bekommt Wasser. Und dann müssen wir natürlich auch unser Viertel hier weiter upgraden, damit da mehr produziert wird, damit sie das alles auch irgendwie rentiert. So, dann kommen wir da einmal und noch da. Jetzt müsste das funktionieren. So, das läuft. So, und jetzt können wir das Viertel upgraden. Da kommen gleich schon Leute. Okay, upgraden machen wir mal im Pause-Mode vielleicht. Bin ich mal gespannt, ob da... Hat sich was geändert oder nicht? Das wäre mal... Wo sind wir denn? Ach, hä? Wo ist denn jetzt unser... Wir waren gerade an der Schaufel. Genau, ich wollte nochmal gucken, ob sich das... Könnte ein Bug sein, könnte aber auch einfach irgendwie sein, dass ich zu dumm bin, das zu bedienen. Wahrscheinlich letzteres. So, Schaufel. Jetzt müssen wir in der Schaufel weitere Dinger platzieren. Und zwar, wir haben jetzt ja mehr... Vieh zum Beispiel. Wir machen eine neue Viehriege auf jeden Fall. Die könnten wir... Also hier kommen dann noch große Felder hin. Das müssen wir noch mit einberechnen. Wir können ja noch eine Riege aufmachen an der Seite. Eine kleine, oder was? Ja. So. So? Ja. Und Vieh brauchen nicht unbedingt so ganz so Weideland. Also schon, aber nicht so. Wie sieht's denn hier aus? Geht noch. Auf der Seite geht das noch, würde ich sagen. Es ist ein bisschen gemischt natürlich, aber im Prinzip ganz in Ordnung. Und dann, ganz wichtig, müssen wir uns um die Nachfrage kümmern, weil sonst hauen die uns halt alle ab. So, wir brauchen keine Getreidefelder, wir wollten Instandhaltungsgebäude. Das können wir an den Rand setzen irgendwo. Ja, da wo es halt keinen stört. So, das ist Tier jetzt, ne? Mittleres Getreidefeld. Nee, großes Getreidefeld. Hier sind Tiere. Warum habe ich noch keine mittlere Viehweide? Ach so, weil es. Okay. Eine Getreidemühle haben wir halt schon. Dann machen wir erstmal ein bisschen Tierfarm, ne? Ja. So, 1, 2, 3, 4. Was gibt's denn da alles an Tieren? Das machen wir dann. Dienst zur Maximierung. Dann machen wir gleich nämlich einen Melkstand, eine Schlachterei und... Die Aufbereitungsanlage erfordert, okay. Das würde ich dann aber sagen, machen wir dann hier oder halt, also hier schon ein bisschen, so ein paar. Guck mal bitte, was das für Tiere sind. Machen wir gleich. Also was haben wir, einen Viehstall? Den brauchen wir. Schlachthaus verarbeitet. Ein Melkstand verarbeitet auch. Ein Viehstall verarbeitet auch. Und die Getreidemühle ist das einzige bisher, was wir dafür haben. Deshalb fancy. Das sind Scheune zum Lagern. Gut, die können wir dann später an den... Aber hier passen Scheunen halt optisch ganz gut hin. Josh, wir wollten uns noch um Fleischverarbeitung kümmern. Genau. Und so. Dafür brauchen wir...
und wir sollten erstmal gucken, was für Verarbeitung wir haben. Also was für Fleisch wir haben. Weil das ist groß. Weil Schweine kann man zum Beispiel nicht melken. Das ist korrekt. Wobei man ja auch Äpfel zum Mehl verarbeiten kann, wie wir gelernt haben. Josh. Ja. Du bist gerade in der Einflugschneise. Du kannst es überall hin platzieren, aber bitte nicht da. Ja, da aber nicht, weil da ist er dann, da passt es ja nicht mit dem. Da hat so viel Platz auch in der Kurve nicht da, da ist noch fruchtbar. Da. Ja. Okay. Dann braucht er aber auch so ein Storage-Dings dafür, würde ich sagen. Ja, wir können ja auch die Make-Anlage dann nach da drüben packen. Dann haben wir da noch Platz für was anderes da unten in der Kurve. Nutzpflanzen. Wo kann ich Tiere drin lagern? Ich glaube im Viehstall, oder? Also man kann natürlich auch hier so Warenhäuser da, so Lagerhäuser. Ja. Für Güter und Produkte. Das müssen wir mal füllen. Packt man daneben noch die Tierprodukte, würde ich sagen, oder? Ja. Wo den Melkstand daneben packen, ja, oder? Damit alles gleich an einem Fleck verarbeitet werden kann. Logistik und so. Warum ist da jetzt eigentlich kein Strom? Vielleicht, weil wir zu wenig Strom haben. Weil das auch noch kein Strom ist. Nein, du hast es nicht ans Stromnetz angeschlossen. Wenig Strom. Du hast es nicht ans Stromnetz angeschlossen. Guck mal, das ist doch gar nicht mit da unten verbunden. Wo sollen das Strom herkriegen? Ja, keine Ahnung. Na. Was weiß ich? Soll halt Strom kriegen, so. Da kommt doch nicht vom Himmel, fällt doch kein Strom. Das halte ich für ein Gerücht. Wir hatten noch genug Strom, du hättest es nicht hochdrehen müssen. Ja, aber es war schon knapp. Ja, weil du es nicht verbunden hattest. Ja, das auch. Ach, Josh. So. Okay, wir müssen da ein bisschen mehr Struktur reinbringen, das würde ich mir gerne so, in offline überlegen. So, guck dir jetzt mal bitte Viech an. Genau, was haben wir denn da? Was brauchen die denn? Die brauchen Nutzpflanzen. Ah, das ist auch schon weiterverarbeiten. Das ist ja witzig. Das heißt, hier brauchen wir Getreidesilos eigentlich. Ja. Das ist ja witzig. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber es ist natürlich schon fancy. Oder Scheunen. Nutzpflanzen. Ja. Weil das macht auch optisch irgendwie Sinn. Gell? So, wir haben hier eine Scheune, da eine Scheune. So, jetzt gucken wir mal, was für Viecher wir da haben. Ich bin wieder doof. So, und die sind halt eigentlich zum Füllen gedacht, ne? Ja. Damit die hier hin, füllen. So. Was für Tiere haben wir denn hier? Wir haben Schweine, Hochlandrind, Kühe und Schafe. Wir haben alles einmal. Perfekt. Easy. Nur haben wir keine Hochlandrinder. Die sind zu komplex. Was haben wir denn da für eine Meldung? Achso, ja, das passiert. Können wir das mal kurz wegmachen? So, wie sieht es denn hier eigentlich mit der Feuerwehr aus? Ja, das müsste eigentlich reichen. Da ist doch direkt hier eine Feuerwehr. Die ist hier. Der fährt hier hoch und da ist eine Feuerwehr. City Skylines. So, die müssten hier auch gleich Zedern Production. Das ist immer noch nicht die Zedernplantage. Das ist die goldene Schaufel. Schaufel. Mit zwei F. Guck mal nach den Muffins. Mach das mal. Achso, wir haben hier eine Ampel, das ist natürlich suboptimal. So, neue Grundstücke brauche ich eigentlich auch nicht. So, okay, jetzt fahren hier die quasi rein und storen dann halt hier im Prinzip ihr Zeug. Wie sehen die Muffins denn aus? Sind die schon leicht braun oder nicht? Dann fass sie mal an. So, wenn ich es jetzt hier verbinde, ist natürlich die Frage, ob die das irgendwie stört oder so. Weil wir hatten ja auch vorher schon mal das Problem mit dem... Wir hatten das Problem ja schon mal, ne? Das war ja ein bisschen kritisch. So, dafür wollen wir jetzt hier natürlich... Da wollen wir keine haben. So. Ich hoffe, die fahren da jetzt trotzdem nicht durch. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Okay, da müssen wir irgendwie echt was dagegen tun, weil das tut Verkehr kaputt machen. Das tötet den Verkehr hier komplett. Generell ist hier sehr viel Verkehr irgendwie, dafür, dass hier drei Felder sind. Weil die hier diese Kreuzung zum Beispiel wieder frei halten, das ist ja wunderschön. Ich finde es sinnvoll, dass ihr die Kreuzung frei halten wollt, aber nein. So.
Wir könnten natürlich auch generell hier den Anfang so eine Mautstation packen, aber das finde ich jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Wir können es aber ein bisschen billiger machen. Vielleicht exportiert denn jemand was. Nutzt das denn jemand oder? Ich glaube, da fährt echt keiner lang, gell? Das ist ja witzig. So, die fahren aber auch geradeaus. Okay, das ist ganz cool. Dann müssten die aber eigentlich bald hier alles in sich selbst produzieren. Alter Finne. Exportiert da mal über meine Mautstation. Ich mach die mal, komm mal ganz billig. Das ist zum Exportieren gedacht. Frachtflughafenknoten. Der ist immer noch nicht angeschlossen. Doch. Ach so, das ist unten drunter. Okay. Wir haben aber hier noch eine Schienenanbindung, habe ich gehört. Munkelt man. Zug. Wo kann ich hier ein Gleis anschließen? Hier kann ich ein Gleis anschließen. Das heißt, wir haben da eine Schiene. Ja, okay. Da ist natürlich später unser Naturschutzteil. Da kann man natürlich nicht hin. Das ist klar. So. Du kannst ja ziemlich genau. Sag nicht, der importiert jetzt damit. Das fände ich aber ganz schön scheiße. Ach gut, der importiert tatsächlich ein bisschen. Wie wär's denn, wenn ich hier hinter auch so Storage-Teile mache für Tierprodukte? Machen die gerade. So, ich mache jetzt hier so ein Tierprodukte-Dings. Josh, du hast es doch wieder durchgezogen. Was habe ich durchgezogen? Ja, aber die fahren da nicht rüber. Nur die wirklich rein wollen. Ich habe das schon begutachtet. Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher. Wir können jetzt hier so ein großes Lagerhaus dahinter. Das macht halt Sinn, das hier hinzubauen. Ich muss natürlich die Autobahn nachher noch ein bisschen anpassen. So ein großes Lagerhaus halt. So wie Amazon. Genau. Und das große Lagerhaus füllen am besten mit Tierprodukte. Dass wir quasi Tierprodukte dann hier exportieren, damit die sich quasi exportieren. Können wir die Autobahn jetzt ein Stück nach da drüben verschieben? Ja. Yep. Also ich finde das optisch gut, dass die Spur einfach nicht mehr befahrbar ist. Das muss so. Was machen denn unsere Tierchen? Die gedeihen nicht ganz so gut. Der exportiert wahrscheinlich zu viel. Ja, die storen halt hier Zeug drin. Das macht halt irgendwie, haben die genügend, die haben auch nicht ganz so viel. Wir bräuchten eigentlich noch mehr primäre Felder. Dann machen wir noch mehr Felder. Weil das sind ja auch quasi Nutzpflanzen. Hier ist so wenig Verkehr, hier können wir noch ein bisschen was reißen, würde ich sagen. Agrar. Ich muss mir das mal auch wirklich, damit man so ein bisschen da reinkommt und guckt, was da falsch läuft, würde ich mir das ganz gerne offscreen so ein bisschen an. Eins dazwischen oder findest du es hässlich? Ich finde schön. Okay, dann lassen wir das. Wir haben jetzt nach Stufe 4, das heißt, wir haben eigentlich noch mehr Gebäude, oder? Das ist ein bisschen viel Kriminalität, aber die haben wir eigentlich auch was. So, wir verkaufen. Ich will aber nicht, dass sie nicht. Ich will echt nicht, dass sie Nutzpflanzen verkaufen. Ich will echt, dass sie das weiter produzieren. Ehrlich gesagt. Naja, gut. Was sagt denn die Buslinie? Die funktioniert genauso, wie ich mir das erwartet habe. Sehr gut. Okay. Dann mach mal mehr Felder. Mehr davon. Ich habe gerade schon noch mehr Felder. Getreide. Noch mehr Getreide. Ja, noch jeweils ein Kartoffel, ein Weizen. So, dann machen wir aber mittlere Getreidefelder. Genau, mach mal ein mittleres Kartoffel, mittlerer Weizen, mittlerer Mais. Hier ist aber nicht mehr so geil. Doch, ist da egal. Ist geil. Nein, da nicht noch eins. Okay, dann reicht es. Ah, so. Sieht das so, sieht aber gut aus. Halt, stopp, das ist eines Baumwolle. Nee, das eine ist hässlich. Kartoffeln. Haben wir schon. Ich weiß halt nicht, die Weizen haben wir eigentlich auch schon eins. Nein, Mais. Das ist kein Weizen. Mais. Das ist Baumwolle. Ja, Mais, Kartoffeln, und Baumwolle, Weizen. Soll ich was anderes machen? Das ist Baumwolle. Nochmal Weizen? Ja. Okay. Dann, die sollen die leeren, genau. Eigentlich sind die ja voll useless, gell? Aber hey. Also, dass hier so viel Verkehrsmund hat mich halt echt. Das ist heavy shit. Die gehören, okay, die exportieren hiervon. Die sollen aber echt den Zeug hier exportieren. Das verstehe ich nicht, dass sie das hier nicht tun. Jetzt füllt mal hier das Ding da. Macht das mal. Und dann könnt ihr hier das exportieren über den. Also, ich will halt eigentlich nicht, dass die mir die Rohstoffe exportieren. Da habe ich echt keine Lust drauf. Da guck mal, Mehl verkaufen sie jetzt auch. Aber das finde ich nicht gut. Da müsste ich mir später mal anschauen, wie die das. Nee. Verbesserte Sicherheit brauche ich auch nicht. Weitere Automatisierung.
eigentlich auch nicht. Ich würde im Endeffekt eigentlich ganz gerne mehr exportieren, aber vielleicht ist auch mal das Ding hier dran schuld, könnte das sein. Mach's mal weg. Kann sein, dass es überhaupt irgendwie gar keiner nutzt, das, also, das Flughafen. Also, da kommt jetzt Post irgendwie, aber ansonsten, der exportiert ja eigentlich fast nichts. Jetzt auf einmal wollen sie alle dahin. Vom Melkstand aus, okay. Ja, alle auch nicht, aber... Wobei, die könnten sie auch gleich exportieren. Warum lagern die das hier eigentlich zwischen? Was bringt das eigentlich? Keine Ahnung, du hast ihn da hingebaut. Ich habe im Tutorial gehört, dass das wichtig ist. Nicht genügend Rohstoff, hier brauchen wir Nutzpflanzen. Das heißt, sowas vielleicht verschieben nach da irgendwo, ne? Dass die das kurz davor, dass sie das hier storen. Und im Prinzip dann... Und dann musst du aber auf Füllen gehen. Ja gut, aber die sollen im Prinzip auch leeren. Ja, aber wenn da nichts drin ist. Ach, die sind voll. Ja. Okay, ja dann. Da können wir aber auf ausgewogen gehen im Prinzip. Ausgewogen. So. Dann könnt ihr das schön hier machen, weil die sollen das nicht exportieren, finde ich, ehrlich gesagt. Das finde ich nicht gut. Ja, aber da sind ja noch Nutzpflanzen drin. In den Silos. Ja, ja, die sollen die hier nutzen. Guck mal, die nutzen ja auch einigermaßen. Das ist Schlachthaus. Die brauchen nur Nutzpflanzen. Steht hier. Kann ich auch nichts dafür. Ich sag nur, was da steht. So, jetzt wäre natürlich irgendwie cool, wenn die nicht auf der gleichen Spur wären. Kannst ja mal die Silos auch zu den Tieren schicken. Warum exportieren die so viele Nutzpflanzen, aber tun die so wenig in unsere... Die haben alle keine Nutzpflanzen. Ja, wenn du mal Silos daneben tun würdest. Ich kann doch mal Silos daneben. Jetzt haben die ja gefüllt. Es kann es sein, dass die jetzt dann erst nutzen können. Vielleicht, weiß ich nicht. Die fahren da irgendwie nur durch. Die machen da gar nichts, Josh. Doch, doch. Jeder macht da drin irgendwas. Also die fahren wirklich hier durch. Jeder macht davon irgendwas. Der möchte zur kleinen Scheune. Guck mal, der kehrt schon zu seiner eigentlichen Zug. Also jeder macht hier irgendwas. Kleine Scheune. Besitzerfahrt Umschlagplatz im Import... Der importiert vom Frachtumschlagplatz vom Norden. Davon also. Von dem sinnvollen Dings. Naja, okay. Vielleicht wird das besser, wenn ich jetzt hier meinen Güterzug anbinde. Das würde ich einfach nur mal einfach schnell machen, oder? Ja. Dafür brauchen wir halt hier so eine... So was Langes halt, sonst wird das wieder so schäbig. So, und dann kommt das da dran. Und dann halt da runter. Irgendwie. Hier am Berg vorbei, würde ich sagen, oder? Ja, aber weitläufig am Berg vorbei. So, so. Ja. Ja. So, und dann halt optisch so langsam mal. Richtig. Wobei, man könnte es auch schön durch das Gebiet. Das hat auch optisch was. Ja, aber da durch ist das Öl. Ja, eben. Das hat doch optisch wir was, oder? Wir wollten aber Öl machen. Ja gut, das hält einen nicht davon ab, dass wir da Öl machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob und wie ihr das hier benutzt. Das wird irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die Attraktivität runtergeschraubt, aber das heißt ja nur, dass er weniger... Ja, die fahren jetzt zum Lager, die exportieren ja da jetzt. Ja, dann exportieren die das vom Lager aus. Also kann man ein bisschen steuern, wo das hin soll. Habe ich gehört. Sagten sie. Und dann oh, müssen... guck mal, sie arbeiten. Cool. So langsam, guck mal, so langsam wird das hier. Ich glaube, man muss auch echt viele von diesen Primärdingern ja. da machen. Es ist voll, das brauchst du nicht mehr füllen. Die sind auch alle ausgewogen. Die sind auch füllen ich guck noch mal kurz ausgewogen. Nach den Muffins. So, jetzt sind natürlich die alle da. Das ist natürlich mal so ein bisschen ungünstig. Gut, die tun von dem Getreide, die sie natürlich exportieren, das ist gut. Weil eigentlich sollten die, die da jetzt nichts dran machen, eigentlich nicht auf der rechten Spur fahren. Wobei SR, die müssen alle hier hin. Heißt, die vielen Spuren waren prinzipiell schon mal ganz gut. Ich glaube, so langsam wird das schon, ne? Das ist okay. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal zum einen natürlich um die Leute. Ich mache mal kurz die Pause rein, sonst rennen mir echt die Leute weg. Und ganz kurz ein kleines Herzensprojekt, das mit den Schiffen. Erstmal Leute vielleicht rankarren. Wir haben uns gedacht... Alter, Finder, die Straßen sind gut gefüllt, gell? Alter, Latz. Ja, die sind gut gefüllt.
So, dann müssten jetzt irgendwann mal auch Güterzüge ankommen, hoffentlich. Der etabliert sich auch noch. Wahrscheinlich zu früh und zu stark. Wie immer halt. Wir wollten da Leute hinklatschen, haben wir gesagt. Warum hat der eigentlich zu wenig Rohstoffe? Jetzt nicht mehr. Man muss echt so ein bisschen außerhalb, wir hätten das außerhalb lagern müssen. Das machen wir irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Wo bekommen die denn ihre Straße her? Erstmal ganz Good dumme question. Frage. Aber wollten wir nicht hier was machen? Ja. Das auch, gell? Genau, wir wollten die Autobahn da unten durchzimmern und dann von der Autobahn eine Auffahrt nach oben, aber eine kleine. Und nach hier? Dann eine Ausfahrt. Nach, okay. Ja. Das heißt, die fahren dann darum, ja, die sollen eigentlich eher mit dem ÖPNV fahren, von dem her ist es okay. Also, unterirdisch. Unterirdisch, unterirdisch. Und dann einmal bitte. Ich hasse den Nicht-Kurven-Modus. Der ist so dämlich. Gut, ich bin euch einfach nur nicht gewohnt. Und einmal hoch mit dir. So, was sagen die Muffins? Ja, die können noch ein bisschen. Dann mach aber mal bitte die Temperatur ein bisschen höher, weil so ist es nur so ein Rumgedümpel. So. Nein, nein, die brauchen nicht mehr lang. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Die brauchen nicht mehr lang. So. Jetzt haben wir hier eine Autobahn. Die müssen natürlich hier irgendwie mit dem Zug gucken. Ich dachte, gucken. Die führt weiterhin unten durch. Nee, die muss schon wieder nach oben. Guck nein, mal. Nur in den Flughafen. Okay. Das kostet unglaublich viel Kohle. Das ist sehr ineffizient. Die würde ich jetzt aber prinzipiell so ein bisschen eher so in dem ist Bogen. Fruchtbar. Ja, überall ist fruchtbar. Ich meine, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann ja nicht. Nee, da ist nicht fruchtbar. Ich meine, ich kann doch nicht alles nutzen irgendwo. Das geht halt irgendwo nicht. Ich kann nicht alles mit Industrie voll pflanzen. Ich will einfach jetzt hier durchzimmern halt. So. Ja. Da können wir auch da immer wieder anschließen. Ja. In der Nähe hier so. Ja. Wird gemacht. Also kann ich in der Sicht bleiben? Ich kann in der Sicht bleiben. Ja, das ist ganz gut. Also, dann machen wir einmal. Lass mal die auf der Höhe. Ich mach mal mit Darmschutzwand vielleicht, weil wir da wohnen wollen. Nicht zu nah an der Schiene. Ja, ja, genau. Deswegen mache ich ja so. So. Und so, so. Dann da hinten. Ja, ich meine, wir bewirtschaften eh nicht alles. Von daher, was will man da so groß? So, nach hier. Da ist eine Zugstrecke. Echt? Ja. Ach süß, jetzt haben wir ein Bü. Jetzt haben wir kein Bü mehr. Das gleiche einmal in die Gegenrichtung. Ach komm, ich kann die Zeit weiterlaufen. Geht jetzt halt ein bisschen Anfrage flöten. Wir hatten mal über 100.000 Leute, die haben wir jetzt irgendwie nicht mehr. Aber hey. So, und dann versuche ich hier einigermaßen, natürlich nicht zu nah, aber einigermaßen parallel. Vielleicht nicht ganz so hässlich. Hier durch die Gegend zu laufen. Weil keine Autobahn ist perfekt, von daher ist es halt, ne, ist alles hier Handarbeit. Alles Manufaktur. Auch wenn ich nicht Manu heiße. Liebe Grüße an alle, die Manu heißen. Passt das schon. So. Und auch liebe Grüße an alle, die nicht Manu heißen. Genau. So. Jetzt ist das angebunden hier. Jetzt können wir da hinten auch noch gleich die Auffahrt machen. Dann ist das auch gleich gegessen. Ja, vielleicht würde ich das ein bisschen weiter hier machen, aber könntest du es halt nicht mehr machen. So, also von hier aus gesehen einmal hoch, weil wir das natürlich alles oben machen müssen dann später wegen dem Zug. Ich habe übrigens auch so einen fancy Kreisel. Ich weiß nicht, wie mir das erzählt. Ich glaube, ich habe nicht gezeigt. Ich habe einen fancy Kreisel aus dem Workshop. Nee. Das ist der fancy Kreisel aus dem Workshop. Der ist ein bisschen übertrieben. Den brauchen wir nie. Ich wollte nur sagen, dass es den gibt. Wobei, wenn wir das da vorne durch fancy Kreise ersetzen. Ja, der kostet halt 70.000, ne? Wenn, dann würde ich das hier, wenn das hier mal irgendwann mal zu. Nee, ich finde, das geht. Wenn das hier irgendwann zu strong wird. Ich finde das schön. Ich finde das andere ja, eher doof. Schön, aber ineffizient. Also das ist natürlich ganz schick, aber es ist halt unglaublich ineffizient. Deswegen. Aber jeder kommt doch dahin, wo er noch. Also ich finde das da hinten, finde ich, schlimmer. Das hier ist später Dreh- und Angelpunkt für wirklich alle Richtungen. Also das würde ich mir auch gerne großräumig frei halten. Ich hätte eher gesagt, das hier ist nachher der Dreh- und Angelpunkt. Nee. Ja, weil da kommt von da oben und da kommt von da in die Stadt rein. Das ist nicht so schlimm tatsächlich. Ja, aber dann könnte man, so mal raus,
Ja, weiß man, kann das hier hinbauen. Ich halte das auch frei. Man könnte dann da die Autobahn anbinden. Dann hat man nämlich... Stimmt. Das hätte ich halt früher... Na, das ist ja nicht schlimm. Aber dann könnte man den da hinpflanzen. Du hättest vielleicht voll speichern können. Nö, ist so einfach gemacht. Kostet ein bisschen viel Geld, aber wir kriegen ihn dahin. Ich habe auch vom Autosave an irgendwann mal aktiviert, glaube ich. Das, also in dem Sinn ist das hier wirklich jetzt ein Dreh- und Angelpunkt. Das, da muss ich dir recht geben. So groß ist der, also... So groß ist er gar nicht. So, machen wir mal wirklich bis zur Brücke weg. So, jetzt aber. Okay. Kann ich Node Snapping ausmachen? Nee, kann ich nicht. So ist doch. Ja, fast. So ja, groß er ist er gar er ist sehr groß. Der Bahn jetzt nicht muss halt weg. Der Bahn wird einfach nachher gleich unterirdisch. Ich glaube, den Bahn snappt er auch mal ein bisschen an. So. Das ist das Verkehrsprojekt. Ja. Ach, und auf einmal? Und auf einmal funktioniert das tadellos. So, easy. Wir kommen auch von der Orientierung her. Müsste da aber eigentlich so passen, ne? Mhm. So. Man kann natürlich dann den Rest, wie sieht es unten aus? Ja, auch einigermaßen. Wenn du noch ein Stück weit nach links nimmst. Nach da? Ja, dann passt es. Dann kann ich da noch ein bisschen was abreißen. Nein, nein. Muss ich doch. Das war blau. Das würde im Hauptspiel sonst so nicht funktionieren. So. Das ist ja nur wegen der Modifikatione. So, ich kann es ja so machen, oder? So? Ja. So. Alter, ist das teuer. Aber es funktioniert bestimmt sehr gut. Wehe. Wehe, das ist jetzt so ein Ding, was fancy aussieht, aber nicht funktioniert. Aber da stand irgendwas von High Performance und ich glaube dem mal, ne? Ich bin auf die Werbelüge hereingefallen. So. Das müssen wir noch ein bisschen großräumiger von der Kurve her machen, sonst haben wir da ein Problemchen. So, das sieht gut aus. Und dann können wir so in die Kurve. Okay, ist schon fancy. Den muss ich auch noch ein bisschen weiter abreißen. Damit wir dann mit der Kurve halbwegs... Ja, so. Was auch immer das hier ist. Ich habe es kaputt gemacht. So, einmal hier und einmal nach... So. Also jetzt kann ich das Prinzip schon wieder anschalten. Ja, und jetzt nehmen wir die Straße, die wir nach da hinten genau. So mühsam gebaut haben. Ich hoffe, ich krieg noch Rückerstattung. Ich krieg noch Rückerstattung, geil. Ja, und dann machen wir hier so eine mini kleine Kurve. In die Richtung. So. So. Jetzt würde ich sagen, so. Okay, ist schon fancy, da muss ich dir zustimmen. Und das ist jetzt auch ein Dreh- und Angelpunkt. Genau, das weiß ich auch, was du mit... Genau, was in die Stadt das ist richtig. Das ist dann tatsächlich ein sehr zentraler... Weil über die Autobahn kommt man nämlich auch um die Stadt drumherum. Ja, nee. Sehr fancy. Nee. Wie war das? Wir wollen dann noch eine S-Bahn durchkriegen. Da kriegst du garantiert eine durch. Das habe ich den Zuschauern bisher noch gar nicht erzählt, gell? Mein S-Bahn-Ring. Hör mal's voll Berlin nach. Ja. Es ist schon sehr fancy. Also mir gefällt's. Kommen die überhaupt alle hin, wo sie hinwollen? Das ist mir gerade so ein Rätsel. Sieht schon richtig aus, gell? Ja, der Ersteller wird sich dabei schon Gedanken gemacht haben. Ganz, ganz schlimm. Die kommt jetzt einfach ein Stück weit oben drüber. Unsere externe Zugverbindung wurde gerade, naja... Ich will jetzt nicht sagen getrennt, aber... Oh, die muss jetzt aber ganz weit hoch, ne? Wegen... Schafft die das? Ja, easy. Die ist da hinten. Ich weiß. Du kannst sie auch weiter. Ich will aber, das sieht aber schön aus. Bevor es Komplikationen gibt, würde ich es aber nicht so. Das ist sehr great. Okay. Also ich finde, mir gefällt's. Guck mal, das hat sowas, ja. Übertriebenes, mach Sinnloses. Die Ausfahrt weg. Also jetzt haben wir richtig Kohle auf den Kopf gehauen. Aber wir müssen uns jetzt nicht um 3000 Ausfahrten und somit eigentlich um weniger Stauprobleme kümmern. Sagten sie. Ich glaube, ich muss da nochmal selber hin ran mit dem Spurendings. Wir haben ja hier drei Spuren. Stopp.
Wir haben hier drei Spuren, liebes Spiel. So. Guck mal her, Spiel. Wir haben hier drei Spuren. Wie Sie sehen, haben wir drei Spuren. Diese Spur geht nach da. Diese Spur geht nach da. Und diese Spur geht nach da eigentlich, ne? Und die Grünen können ja einmal... Dann haben wir hier, die kommt nur nach da. Die kommt nur nach da. Und was ist mit der Orangenen? Die kommt hier direkt raus. Ach nee, die macht nichts. Da kommt auch gar keiner drauf, guck mal. So, dann müsst ihr euch halt nur frühzeitig so einordnen. Frühzeitig bitte, frühzeitig. Das machen die wahrscheinlich jetzt irgendwann mal. Und dann ist das eigentlich ein sehr schöner Verkehrsfluss hier. Ja. Wir müssen sich halt hier einordnen. Wenn die geradeaus wollen, ist schon fancy. Ich hoffe, der leistet da doch was. Zugverbindung, wird die denn genutzt? Ich würde spontan sagen, nein. Obwohl wir nicht mal einen Stau haben. Der fährt auch in die andere Richtung, gell? Ja. Mal weiter nach unseren Tierchen gucken. Wir haben sehr viel internen Zugverkehr. Ja, nach unseren Tierchen. Der exportiert über unsere Strecke. Wir gucken, das ist unser Dings da und dann müssen wir uns echt um Leute kümmern und eigentlich müssen wir die Folge beenden. Ja. Lass uns mal die Folge beenden. Lass uns mal die Folge beenden. So, ich möchte gerne diesen Güterzug haben auf unserem, auf unserer fancy Schlange und dann gucken wir uns das einfach mal an. Dann sind die Muffins auch fertig und dann passt das schon. So. Unser fast leerer Güterzug hier. Okay, das ist schon sehr schick. Oder noch gleich ein Personenzug. So. Okay, fancy. Ja, das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir dann den Rest, den wir uns vorgenommen haben. Tschüssi. Ah, wir haben heute schon einiges geschafft. Ja, tatsächlich. Gut. Tschüssi.